Ja, ich melde mich aus Österreich. Mein heiß ersehnter Wanderurlaub. Nachdem ich gestern eine gute Fahrt hatte, bin ich um 12:30 in der Nacht angekommen hier. Hab auf dem Parkplatz an einem See im Auto gepennt. Und das ist auch gar nicht so schlecht. Ja, nach dem ersten Kaffee habe ich dann meine Sachen zusammengepackt. Mein Rucksack, der sauschwer ist. Und da habe ich mich auf den Weg gemacht zum ersten Tagesausflug. Ist nur eine Übernachtung erstmal. Dann die folgenden Tage werde ich länger am Stück unterwegs sein, ohne zum Auto zurückzugehen. Aber ich habe hier so einen Lieblingsplatz, den wollte ich unbedingt nochmal besuchen. Und da gehe ich jetzt hin und nehme euch mit. So. Ja, ist jetzt kurz nach 3. Ich mache mir jetzt mein erstes Essen für heute. Und zwar Milchreis. So, jetzt bin ich ganz oben, wo ich hin wollte. Und meine zwei Bäume sind weg. Für die Hängematte. Ist alles kaputt hier oben. Da muss ich mir was anderes überlegen. So, ich habe jetzt einen Platz gefunden zwischen den beiden Bäumen. Ist zwar ganz schön schräg hier, aber es gibt nichts anderes. Schade, dass meine Bäume nicht mehr da sind.
Ist jetzt 6:30 und wird langsam frisch hier. So, der erste Tag ist fast vorbei. Der ganze Hang hier liegt schon im Schatten, aber der Blick ist natürlich toll. Also ich kenne die Stelle hier schon, ich war hier schon mal und habe das sehr genossen damals. Genau, ich würde unbedingt nochmal her. Das Wetter bleibt gut, hoffentlich. Und ja, jetzt werde ich mal noch mein Abendbrot hier essen. Ist jetzt leider auf der Tour alles fertig Nahrung, weil es einfach zu schwer. Ich werde euch später nochmal sagen, wie schwer mein Rucksack ist. Mir graut es schon davor, morgen hier bergab zu gehen mit dem schweren Ding hinten drauf. Naja, aber wer hochkommt, kommt auch runter. Ne? So, ist nicht schlecht. Fertig essen. Geht, kann man machen. Hab auch noch Tabasco im Rucksack und Salz. Morgen gehe ich dann wieder runter. Unten steht irgendwo mein Auto. Und dann geht's halt los. Ich habe so 10-11 Tage Zeit ungefähr. Und ich will einfach draußen sein. Schöne Plätze sind mir noch wichtig zum Übernachten oder überhaupt Plätze, die sich eignen. Dann muss ich mit dem Auto ein Stückchen fahren zu dem nächsten Ausgangspunkt. Und dann werde ich wahrscheinlich im Auto schlafen und den nächsten Morgen dann starten. So, jetzt esse ich erstmal den Rest hier, bevor es kalt wird. Ich bin happy, hier zu sein. Endlich wieder hier in den Bergen. Schön. Ständig im Hubschrauber und holt hier irgendwas ab, transportiert es über den Berg rüber. Ist ganz schön laut. Gestern war auch schon den ganzen Tag Hubschrauber, deshalb habe ich nicht so viel gefilmt. Es liegt da immer. Ja, ich bin jetzt gerade aufgestanden, also wach geworden bin ich schon um 6. Jetzt mal zur Uhr. Ja, es ist jetzt 10 Uhr schon. Und ich werde jetzt als erstes alles zusammenpacken, dass ich hier nicht mehr. Also ich glaube, ich falle hier nicht auf. Ich habe einen guten Platz. Nur meine blaue Jacke ist ein bisschen. Ja, genau, ich packe jetzt mal zusammen. Dann werde ich mir einen Kaffee machen und irgendwie eine Kleinigkeit zu essen. Bevor es dann hier diesen steilen, gerölligen Berg runtergeht. Wo ich echt schon Schiss habe. Und jetzt ist alles verpackt und jetzt geht's zurück zum Ort. So, das Geröllfeld habe ich geschafft. Besser als ich dachte. Ich laufe übrigens das erste Mal mit Wanderstöcken. Das ist schon wesentlich besser. So, mal ein kurzer Mitschnitt aus dem Auto.
Ja, es ist nur ein kurzes Video mit dem Handy, weil meine Kamera ist jetzt hier am Supermarkt hinten im Kofferraum, im Rucksack. Jetzt bin ich auf dem Weg zu meinem nächsten Startpunkt und bin jetzt auf dem Weg dahin nochmal im Supermarkt gewesen, habe mir ein paar leckere Sachen für heute Abend gekauft, weil ich werde die Nacht definitiv im Auto verbringen, bevor es dann morgen dort losgeht, weil es ist jetzt schon nach 16 Uhr und werde mir heute Abend so richtig den Bauch vollschlagen, damit es lange anhält und die Energiereserven ein bisschen aufgefüllt sind, werde ich jetzt mal weiterfahren. So, ich bin jetzt auf dem Parkplatz angekommen, wo ich das Auto stehen lassen will und von morgen loswandern will. Man kann nur Tagestickets buchen, aber ich bin ja 4, 5 Tage unterwegs. Muss ich mir mal überlegen. Naja, ich esse jetzt erstmal was. Lieber eingelegten Knoblauch. Hafermilch. So, ich bin jetzt doch noch mal woanders hingefahren. Irgendwas hat da nicht gestimmt für mich an dem Platz. Weiß nicht, manchmal ist es so ein Gefühl, ich werde das Auto morgen da an die Straße stellen, wo der eigentliche Wanderweg für mich losgeht. Und das ist von hier 2 Kilometer oder so. Und jetzt stehe ich auf einem Parkplatz an einer viel befahrenen Straße, aber es wird sicher über Nacht noch weniger werden. Und ich habe einen tollen Blick auf den Wolfgangsee. Jetzt ist es 7:45. Ich bin müde, also ich werde mich jetzt hinhauen. Irgendwie so wohlig geschafft. So, ich bin jetzt schlafbereit. Ich habe einen tollen Blick auf den Wolfgangsee und war ein ganz toller Sonnenuntergang mit roten Bergen. Ganz toll. Genau. Ich werde jetzt schlafen. Bis morgen.